Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Die Bourgeoisie und das Proletariat. Doch Geschichte ist veränderbar. Ein einzigartiges Trio hat das bewiesen. Karl Marx, Jenny Marx und Friedrich Engels. Streitbare junge Intellektuelle im repressiven Europa des frühen 19. Jahrhunderts, deren Ideen noch heute hochaktuell sind. Wir hatten, ähnlich wie wir heute, das Gefühl, auch in einer Art Zeitenwende zu leben. Etwas Neues begann. Wir mit unserer digitalen Revolution, sie mit ihrer industriellen. Aber der große Unterschied ist, dass damals die Menschen erstens niemals jung sein wollten, im Gegensatz zu heute, wo wir ja eigentlich alle jung bleiben wollen, sondern sehr schnell erwachsen werden wollten und die Welt in die Hand genommen haben. Ich hoffe, dass ich diese alte Welt sehr bald zusammenbrechen sehe. Wir beide. Nein. Wir drei. Jenny. Wir heben sie aus den Angeln. Diese alte Welt. Vielleicht müssten wir etwas mehr als drei sein, oder? Der Film richtet sich auch an die Jugend. Das ist eines seiner großen Anliegen. Er will zeigen, dass Karl, Friedrich und Jenny, diese drei jungen Menschen in ihren 20ern, schon begriffen haben, dass sie Verantwortung für diese Welt tragen und sich ihr gestellt haben. Sie wissen sehr wohl, dass wir ohne Kinderarbeit nicht konkurrenzfähig sind. Das heißt, Sie müssten Ihren Arbeitern einen fairen Lohn zahlen für die Arbeit, richtig? Ich setze die Löhne nicht fest, junger Mann. Der Markt macht das. Natürlich, ja. Ich kann nicht als Einziger aufhören, Kinder einzustellen. Ich wäre schnell bankrott. So funktioniert die Gesellschaft. Nein, Sir, daran sind die existierenden Produktionsverhältnisse schuld, nicht die Gesellschaft. Sie sind nicht die Gesellschaft. La pauvreté et la richesse. Armut und Reichtum sind die beiden Seiten desselben Systems. Es produziert auf der einen Seite enormen Reichtum und auf der anderen Seite große Armut. Doch die kapitalistische Gesellschaft will uns vom Gegenteil überzeugen. Das geht jetzt sogar so weit, dass wir in den USA einen gewählten Präsidenten haben, der Milliardär ist, der mit all den Privilegien, den Hunderten von Millionen geboren wurde, der ein Vermögen angehäuft hat und der sich heute als Vertreter der Armen inszeniert. All das hat Marx, der Gesellschaftskritiker, schon vor 150 Jahren gesehen. Davon erzählt der Film. Davon erzählen August Diehl und Stefan Konarske als Marx und Engels. Lebendig, engagiert. Eine gelungene Verjüngung der bärtigen Herren. Ihre Diskussionen, ihr Elan, ihr Engagement sind beinahe ansteckend. Auf jeden Fall aber lassen sie nicht kalt. Ja, es wird viel geredet in diesem Film, denn Raoul Peck möchte eine Diskussion anstoßen, Argumente liefern zur Frage, was wir heute einem entfesselten Kapitalismus entgegensetzen können. Wenn man es mal auf den Nenner bringt, ist es ja einfach so, ein junger Mensch sieht, dass etwas nicht in Ordnung ist und er hat die Fähigkeit zu sehen, warum es nicht in Ordnung ist und er hat auch noch die Fähigkeit, das zu verändern. Wenn ich sagen will, dass etwas gibt, was ich an dem Film mitnehme, dann das. Und dass es möglich ist und dass es Menschen gab, die so waren. Und die es übrigens auch heute gibt. Heutzutage ist ein Mensch, der nichts hat, nichts wert. Das Geld macht seinen Wert aus. Und das spürt ihr am eigenen Leib. Jeden Tag. Jeden Tag. Wir haben unser Schicksal in der Hand. Mit Abwarten, Aussitzen oder Hoffen ändert sich nichts. Mache ich etwas? Oder lasse ich den Zug über mich hinwegdonnern? Ich glaube, ich habe was verstanden. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt.